Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des DEA2-Meisterschaftsspiels zwischen dem TSV Kaufbeuren und dem SC Rissersee. Wir haben einen Endstand von 4:7 vor 1656 Zuschauern. Ich darf die beiden Trainer begrüßen. Zu meiner Linken Tim Recken, Coach vom SC Rissersee, Glückwunsch zum Sieg. Und zu meiner Rechten unser DSVK-Coach Mike Maller. Das erste Wort hat wie immer zuerst den Gästetrainer. Ja, danke schön. Guten Abend, Bernhard. Ja, wir haben solide Auswärtsspiele abgeliefert heute. Wir wollen Druck nach vorne, aber auch natürlich nicht die Verteidigung nachlassen. Und das ist uns gelungen. Es ist immer schwer in Kaufbeuren zum Spielen. Es ist ein Derby. Und noch dazu ist, das sind sehr gute Ergebnisse in den letzten Wochen von Kaufbeuren, gerade gegen Wiedingheim. Und das Kaufbeuren ist nicht zum Unterschätzen. Aber unsere Jungs hat die richtige Einstellung und der richtige Biss heute. Und gut, dass wir drei Punkte wieder haben auf dem Konto. Wir können jeder brauchen. Ja, vielen Dank, Herr Recken. Mike, deine Analyse zum Spiel heute wird ein bisschen schwerer ausfallen wie letzte Woche. Trotzdem ein paar Worte bitte dazu. Grüß Gott zusammen. Verdient der Sieg vom Rissersee, das ist klar. Sonst habe ich nicht so viel zu sagen. Danke, Mike. Haben wir Fragen von Seiten der Presse? Auch keine, dann geht's halt doch. Mike, den Torwart dann getauscht, einfach weil man der Mannschaft einen Ruck geben will, oder was war der Grund? Ja, wenn die Mannschaft vor unserer Goalie nicht bereit ist und lässt ihn, sage ich, schwimmen, das ist für ihn sein Schutz und plus eine Chance für Henny, das Spiel zu machen, und er hat das solide gemacht. Danke, Mike. Haben wir noch eine weitere Frage? Was sagt man nach so einem ersten Drittel zur Mannschaft in der Pause? Bereitschaft war nicht da. Fangen wir neu an. 5-Minuten-Series. 0-0. Wir hätten das versucht zu machen und dann gleich wieder zwei leichte Tore gekriegt. Und ja, es ist schwer. Was sagt man? Es ist einfach Bereitschaft war nicht da. Und ja. Beim 4:7 nochmal gehofft, dass vielleicht nochmal was geht, Mike? Man hat immer Hoffnung dabei. Dritte Reihe und die vierte Reihe hat überragend gespielt. Überragend. Und wenn diese, da hätten auch ein paar gute Chancen gehabt. Das kann sein, es war 7-5 mit 5 Minuten zum Spiel. Und dann schauen wir mal. Aber ja, es war ein bisschen zu wenig heute für die ganze. Aber die dritte und vierte war einfach überragend. Tim, auf der anderen Seite, man führt 6-0 nach 24 Minuten. Wie nehmen wir das auch? Du warst lange Spieler. Sagt man, Mensch, jetzt setzen wir vielleicht einen Gang weniger ein? Oder wie nehmen wir das als Spieler wahr? Ja, als Trainer natürlich, du wolltest nicht, dass ein Gang runterschaut. Habe ich natürlich gesagt, weiter unser Konzept, unsere Taktik weiterhin machen. Vielleicht mental im Hinterkopf, du sagst, okay, Spiel ist gelaufen als Spieler oder so, aber das, du musst einfach dranbleiben. Und nach dem ersten Drittel haben wir das wirklich angesprochen. Und wir sind dann in das zweite Drittel unsere Taktik, unser Konzept weiterhin mit zwei Toren gelungen. So die Jungs haben wirklich eine gute Einstellung heute, dass das 60 Minuten überdauert ist, das Spiel zum Kontrollieren. Jetzt 5 Siege in Folge, hätte man sich wahrscheinlich auch nicht träumen gewagt, oder? Ja, ganz ehrlich, ich hatte eigentlich keine Ahnung, was zu erwarten, muss ich auch sagen. Wir haben eine super Truppe in der Kabine, super benannt, und ich glaube, die Spiele sind aber auch von meiner Seite, wir denken nur von Spiel zu Spiel, und das ist vielleicht das, das Vorteil. Wir schauen nur den nächsten Gegner an und wir gehen nicht ein bisschen in Zukunftsmusik und so, wir bleiben am Boden. Wie gesagt, gute Phase muss einfach pflegen, aber nicht überwerten.
Ja, Mike, die erste Reihe hat ja dann ab Anfang des dritten Drittels gar nicht mehr gespielt. War das ein Weckruf an die Spieler, dass sie jetzt wieder Gas geben sollen? Das war ein Zeichen an der Mannschaft. Einsatz wird belohnt. Und das ist ein klares Zeichen für die Mannschaft, dass wer spielt und bringt den Einsatz mit, kriegt die Zeit. Haben wir noch eine Frage? Matthias? Nein. Alles klar. Dann darf ich uns allen noch einen schönen Abend wünschen, unseren Gästen einen guten und gesunden Nachhauseweg und ich darf ans nächste Spiel erinnern, nächsten Freitag um 19:30 Uhr gegen die Eisbären aus Krimmitschau. Vielen Dank.